Hola, señoras y señoritas. Eine wunderschöne Freundin, ich begrüße euch zu Deathloop. Und Leute, ich werde hier jetzt leider nicht komplett Deathloop erklären. Ich möchte aktiv schnell mit euch ins Gameplay rein, aber wir nehmen uns ein kleines Ziel vor. Und zwar nehmen wir uns das Ziel vor, einen der 8 Visionäre zu töten. Und zwar wird es sein, wie heißt der Kollege? Alexis. Alexis werden wir heute töten, werden uns das Ganze mal reinziehen und werden ihn zur Strecke bringen. Das ist heute unser Ziel, wir töten heute Alexis. Also, ab nach Abdem rein da. So, wir starten in Abdem. Ein paar Minen. Die drehen wir mal hier um, dass wir da durchlaufen können. Ich glaube dann, dass wir da durchlaufen können. Ich habe so noch nie getestet. Nein, doch. Ja, können wir. Korrekt. Da hoch. Also, wir wollen Alexis finden. Okay, das mal im Hacken. Ist das nicht nervt? Ich bin ein Hacker. Hallo. Nope. Gehen wir da mit, nee, wir gehen nicht durch die Mitte durch. Wir gehen außen rum. So, und zwar zaubern wir uns jetzt. Boah, ist das weit. Wir schaffen das. Boah. Immer wieder Nervenkitzel, wenn man sowas macht. Da läuft schon einer her. Ich bin gewillt, den rauszunehmen. Ende! Saufen! Verabschieden uns. Der Wolfsbau. So, da drin ist die Party. Da müssen wir rein. Wie kommen wir da rein? Da ist ein Loch. Da können wir doch bestimmt rein. Schokobier, ey. Schokobier ist echt geil, Leute. Wenn ihr wo drankommt, kann ich Schokobier empfehlen. Hab mich damals auf einer Bierverkostung getrunken, Schokobier. Wow. Kann ich empfehlen. Geiler Scheiß, Mann. Blockiert. Wie finden wir jetzt Alexis? Lul. Das ist ein Fleischhäcksler. Wie wird der betätigt? Sie fragen, guck mal, wie viele Leute da stehen. Wer ist Alexis? Da geht's der nächste hin. Ach, guck mal, hier ist ein Knopf. Oh oh. Oh, oh. Fetzerei. Oh mein Gott. Ich hab ja richtig Probleme. Wo? Nein, von oben. Ich bin tot. Ich bin wirklich gestorben, Digga. Oh, werde ich weit zurückgesetzt. Oh mein Gott, wurde mir weit zurückgesetzt. Hallo, Motherfucker. Das war Alexis. Der steht uns einfach gegenüber. Ich dachte, das wäre ein normaler Gegner. Ich dachte, das wäre ein normaler Gegner. Und unser Kollege da vorhin und reißt ihn. Dreht ihm den Kopf auf links. Schwupps. Nein. Jetzt kommt Juliana. Ich flipp aus. Nein. Oh, die wird jetzt. Das wird jetzt ekelhaft. Ganz gerne mit Scheißmutter. Gut zu essen. Sahne-Stückchen? Das sieht aus wie ein Riesen. Naja, ist egal, welche Gedanken ich gerade habe, okay? Zack. Was ist denn hier? Wir müssen irgendwie rauskommen. Wir müssen voll auf die... Hier geht's raus. Erstmal alles nachladen. Da hinten auch noch. Surprise, Motherfucker. Ich bin tot. Einmal... Oh, oh. Ich darf nur noch einmal sterben, Alter. Jetzt stehen wir echt mit dem Rücken an der Wand. Okay, warten, bis der rauskommt. Der ist schon mal raus. Boah. Ziel 1, Körper wieder kriegen. Oder Loot. Ziel Nummer 2, Türen öffnen. Und das übergeordnete Ziel, das letzte,
entkommen. Mit drin. Finish her! Du kannst jetzt nach hinten gucken! Egal, Leute, wir haben Alexis getötet. Wir haben es echt gefunden. Also, total random haben wir es geschafft. Er stand vor uns, Kopf umgedreht, Feierabend. Wir können jetzt nach Hause gehen. Was sind das denn? Oliven? Sind das Oliven dort in dem... Ich dachte, das könnten Oliven sein oder Trauben, ne? In den Cupcakes. Was? Was ist Jana her? Wo kommt die denn her? Die Lana habe ich ja voll verpennt. Die war doch schon hier, oder nicht? Haben wir die nicht getötet gehabt? Null. Ach, komm mal, easy, Leute. Wir haben ja alles so im Griff gerade, ne? Wir können jetzt so entspannt hier durch die ganze Bude laufen. Raus mit dir. Raus hier durch den Nebeneingang. Genauso wie wir kamen. Hier kamen wir rein. So schnell weg hier. Yes, Leute. Ach, wir müssen doch die Tür öffnen, weil Juliana uns angefahren hat. Müssen wir doch das Ding hacken, dass wir rauskommen. Was geht ab, Bruder? Hello, darkness, my old friend. Du kannst auch nach hinten gucken. Hängen wir ihm das Signal. Zack. Tunnel sind geöffnet und... Fuck, so weit reicht mein Signal nicht. Fuck. Fuck, Digga, jetzt gibt's hier echt noch eine Schießerei. Wir haben so viel Geld dabei und ich darf nicht mehr sterben. So, Beeilung. Beeilung, 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 Beeilung. Rein da. Und Abfahrt. Der Tag ist gleich vorbei. Und jetzt? Einmal heißt das? Wir haben es geschafft, Leute. Sterbe ich jetzt? Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft, Alexis und ich glaube, seine ganze Crew zu töten, oder? Ihr habt jetzt rein informativ und erklärungstechnisch von mir für Deathloop nicht viel mit auf den Weg bekommen, weil das Spiel so umfangreich ist. Und es ist saukomplex. Aber, also mir gefällt es wirklich, wirklich sehr gut. Warum ich euch das nicht alles erklärt habe, weil ihr das hierfür nicht braucht. Im Endeffekt ist wichtig, was ihr tut. Man plant viel, man sammelt Informationen, setzt aber auch Dinge in die Tat um. So, und das macht man, das Gameplay sieht so aus, wie ihr es gerade gesehen habt. Und das die ganze Zeit. So, alles drumherum, dieses ganze Komplexe drumherum, das brauche ich euch nicht erklären, weil das für euch, für das Video hier nicht wichtig ist. Wichtig ist, dass ihr seht, was passiert in Deathloop und das wollte ich euch mit diesem Video vermitteln, Leute. Und Freunde, das war's mit diesem Video, das war's mit diesem kleinen, ja, ich will nicht sagen Let's Play, mit diesem kleinen Einblick von mir für euch in Deathloop. Ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit, würde mich über ein Abo auf diesem Kanal sehr freuen. Ansonsten, falls euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben. Falls es euch nicht gefallen hat, auch einen Daumen nach oben. Wir sind ein kleiner Kanal, wir nehmen alles, was wir kriegen können. In diesem Sinne, auf Stepa, bis Wiedersehen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss zusammen.